Hallo und herzlich willkommen bei Lebenskunst, bewusstes, autarkes und freies Leben. Heute geht es um das Wort, um den Begriff Aufgabe. Im Sinne zum Beispiel der Seelenaufgabe, beruflichen, geschäftlichen Aufgaben oder auch privaten Aufgaben. Eine Aufgabe ist nichts anderes als eine aktive Handlung, die gewissermaßen eingegrenzt definiert ist. Entweder man stellt sich selbst Aufgaben oder sie werden einem gestellt. In beiden Fällen ist es aber, wenn man das Ganze aus einer anderen Perspektive heraus betrachtet, immer etwas, was vom Außen kommt. Denn ich kann immer nur mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Ich Aufgaben erfüllen. Dadurch, dass das Ich gefüllt ist durch das Außen, sind es immer nur Erwartungen, Vorstellungen, vielleicht auch entsprechende Wünsche von anderen Menschen, die ich in mich aufgenommen habe und bei denen ich davon ausgehe, dass es meine eigenen Wünsche, Vorstellungen und Erwartungen sind. Letztlich kommt aber immer alles vom Außen, wenn es um aktive Handlungen geht, die vor allem darauf abzielen, ein Ergebnis, ein Ziel zu erreichen. Denn eine Aufgabe würde nicht als Aufgabe definiert werden, wenn sie nicht entsprechend mit einem Ziel, einem Ergebnis einhergehen würde. Ich habe dieses Wort gestern in einem Livestream des Öfteren benutzt, weil ich gefragt wurde, was ich denn unter der Seelenaufgabe oder auch der Seelenprüfung verstehe. Daraufhin habe ich dann am Ende des Livestreams in den Kommentaren einen sehr tollen Kommentar bekommen, da dieser eine zweite oder vielleicht auch erste Bedeutung für die Aufgabe niedergeschrieben hat. Und diese zweite Bedeutung, die war mir selbst auch nicht wirklich bewusst. Als ich es dann gelesen habe, wurde mir einiges klar, denn ich benutze von mir aus das Wort Aufgabe sehr, sehr selten bis gar nicht, weil es bei mir ein gewisses Unbehagen auslöst. Jetzt weiß ich, warum ich das nicht wirklich oft benutze, weil es einfach wiederum nur darum geht, sich selbst in der Persönlichkeit zu verlieren. Und das möchte ich jetzt in diesem Video dir einmal erklären und aufzeigen. Denn die erste Bedeutung, wie ich es vorhin erklärt hatte, kennen eigentlich alle Menschen. Aber es gibt auch noch eine zweite Bedeutung. Und das Wort an sich zeigt diese zweite Bedeutung auch schon auf. Wir benutzen es alle im Sprachgebrauch, wenn wir nämlich aufgeben, wenn wir hinschmeißen, wenn wir einfach nichts machen wollen, dann spricht man immer wieder davon, dass man aufgibt. Das Aufgeben ist genau das Gleiche wie die Aufgabe. Es ist sogar der Gegensatz, dennoch ist es das Gleiche. Weil wenn man versteht, wenn man erkannt hat, dass eine Aufgabe immer nur funktionieren kann, wenn ich mich selbst dabei aufgebe und ich nicht bei mir bleibe, dann ist es immer ein Aufgeben, ein Hinschmeißen, ein nicht auf seine Intuition hören. Und das hatte ich auch schon erklärt, als es in einem Video darum ging, Ziele zu erreichen. Dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, Ziele sich zu setzen und diese zu erreichen. Bei der Aufgabe ist es ja, sage ich mal, ein Prozess, der davor stattfindet. Die meisten sehen das so, man braucht erstmal eine Motivation, man braucht dann eine Aufgabe und hat dann auch ein entsprechendes Ziel, denn die Aufgabe bemisst sich ja in der Regel am Ziel. Wenn ich jetzt aber diese Aufgabe immer nur deshalb mache, um ein Ziel zu erreichen, was ja eigentlich Sinn und Zweck des Ganzen darstellt, dann verliere ich mich immer wieder für einen gewissen Zeitraum in dieser Aufgabe. Denn ich werde mich in Bezug auf mein wahres Selbst niemals bei mir behalten können. Das geht gar nicht, denn ich handle ja in der Persönlichkeit, ich handle im Ich. Und alles das, was ich vermeintlich erreiche, ist in Wirklichkeit nichts. Das hatte ich, wie gesagt, in diesem einen Video schon erklärt. Ich möchte es jetzt nur noch mal ganz kurz aufgreifen,
damit vielleicht auch die Wortbedeutung oder auch das Ausmaß dieses Begriffes verständlich wird. Jedes Mal, wenn ich ein Ziel erreiche, dann hat sich für 99,9% der Menschen etwas verändert. In Wirklichkeit hat sich gar nichts verändert. Das Einzige, was sich verändert, ist der Blickwinkel, ist die Sichtweise, ist die Perspektive auf einen Zustand. Das Ganze funktioniert nur deshalb, weil die Psyche, der Verstand uns quasi eine imaginäre Zeit vorgaukelt. Diese imaginäre Zeit, die macht es erst möglich, dass wir darauf zurückschauen können, dass wir Erinnerungen so gesehen haben und dass wir nach erreichten Zielen anders sind, verändert sind. Jetzt gibt es aber doch einen erheblichen Teil an Menschen, die für sich schon sehr, sehr viele selbstgesteckte oder fremdgesteckte Ziele erreicht haben und nachdem immer wieder bemerken, dass sich gar nichts verändert hat, weil sich nichts verändert hat. Das sind dann aber oft eben Menschen, die über den Tellerrand hinausschauen, die sehr viel Bewusstsein für sich, für den wahren Kern haben und erkennen, dass sie rein gar nichts in ihrer Realität damit verändern. Weil eine andere Perspektive, ein anderer Blickwinkel ist ja nur eine neue, erschaffene Realität durch meinen Verstand. Es verändert sich aber nichts. Und die Aufgabe zeigt das Ganze tatsächlich schon, sage ich mal, als Ausmaß ganz am Anfang. Denn ohne Aufgabe kein Ziel, beziehungsweise ohne Ziel keine Aufgabe. Ich gebe mich auf und erwarte, habe die Vorstellung, dass ich mir damit etwas Gutes tue, dass ich damit weiterkomme, mich weiterentwickle. Da schließt sich wiederum der Kreis zu dem Wort weiterentwickeln, wozu ich auch ein Video gemacht habe. Es geht nicht darum, nach vorne oder höher, weiter, schneller zu gehen, sondern die Entwicklung heißt eigentlich, dass wir all unsere gewickelten moralischen Vorstellungen, Prinzipien, Normen, Werte, unsere Gesellschaft aus uns herausbringen. Das heißt, dass wir alles das wieder abwickeln, um zu unserem wahren Kern zu kommen. Und wenn ich das erkenne, dann ist jede Aufgabe eine Aufgabe, die mir niemals etwas bringt. Sie bringt vielleicht im folgenden Verlauf dann die Erkenntnis, dass es nichts bringt. Aber es wird dich niemals glücklich machen, zufrieden machen. Es ist generell so, dass die Aufgabe eigentlich so sehr im Wort schon aufzeigt, dass es das Ende ist. Jetzt hört sich das vielleicht drastisch an. Wenn die Aufgabe das Ende ist, gibt es dann auch einen Anfang? Ja, den gibt es. Der Anfang ist, wie das jeder eigentlich weiß, die Geburt. Und jetzt überlegt mal, wann habt ihr die allerersten Aufgaben? Die allerersten Aufgaben kommen in der Regel von den Eltern, später dann im Kindergarten von den Erziehern und dann wiederum von den Lehrern und so weiter und so fort. Wir bekommen unser ganzes Leben lang Aufgaben. Wundert es noch irgendjemanden, dass alle Menschen, nahezu alle Menschen, sich selbst aufgegeben haben? Weil es ist nichts anderes. Jedes Mal, wenn ich etwas mache, was überhaupt gar nichts mit mir zu tun hat, und das ist nun mal 99,9% der Alltag der Menschen, dann verliere ich mich. Ich erkenne gar nicht mehr, wer oder was ich wirklich bin. Nicht einmal, wenn es darum geht, dass mich dieses Thema gar nicht interessiert. Rein rational gesehen, innerhalb der Dualität, ohne Spiritualität, ohne Bewusstsein, verliere ich mich in jeder Aufgabe. Und was dann noch ganz gravierend ist, was eben auch dann viele Menschen immer wieder merken, aber dennoch immer wieder das Gleiche tun, ist, dass nach einem gewissen Zeitabschnitt das Thema sich für sie ja sowieso wieder erledigt hat. Das heißt, ich baue vielleicht ein ganzes Leben, meine ganze Persönlichkeit nur darauf auf, immer wieder von der einen
zur nächsten Aufgabe zu gehen. Das hat nichts mit Leben zu tun. Das Leben hat keine Aufgaben für dich. Und das ist auch das Interessante in Bezug auf die Seelenaufgabe. Die Seelenaufgabe sollte aus meiner Sicht heraus Seelenerleben oder Seelenleben heißen. Denn das ist völlig neutral, völlig wertungsfrei und zeigt auf, dass es keine Richtung gibt, dass es kein Oben, kein Unten gibt und dass es frei von all dem ist, was die Aufgabe beispielsweise mit sich bringt. Wenn man es gesellschaftlich versteht, wenn man es eben zweideutig auf der anderen Seite versteht, dann ist es von Anfang an eine Aufgabe gegenüber sich selbst. Und vielleicht ist das auch, wenn man sich dessen bewusst wird, ein Hinweis, der einen dann wiederum zu sich selbst bringt, weil man sein ganzes Leben lang, weil man immer wieder sich aufgegeben hat. Für das Ich, für die Persönlichkeit. Und zum Schluss, damit meine ich immer am Ende einer Aufgabe, stehe ich genauso wieder da wie davor und bin wahrscheinlich weder glücklich noch zufrieden noch in irgendeinem anderen Zustand, den ich sowieso niemals durch etwas Aktives, durch das entsprechende Handeln im Außen oder generell durch das Außen erreichen kann, sondern immer nur dann, wenn ich den Weg zu mir finde. Und damit mache ich ja genau das Gegenteil, sodass ziemlich klar sein sollte, dass die Aufgabe ein Aufgeben ist, was dich eigentlich immer wieder nur an dem Punkt belässt, an dem du davor warst. Einerseits rational gesehen, dass ich dadurch nichts verändere und andererseits, dass ich eben nach wie vor mich nicht mit mir selbst beschäftige, sondern ich eigentlich nur im Außen die Persönlichkeit vorantreibe. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, wie du dieses Wort siehst oder bisher vielleicht gesehen hast. War die Aufgabe für dich schon immer etwas Wichtiges? Hast du immer und immer wieder neue Aufgaben gesucht? Sind diese vielleicht auch zu dir gekommen? Zumindest hast du den Anschein. Oder hast du schon vor langer Zeit erkannt, dass die Aufgabe immer das Aufgeben von sich selbst ist? Würde mich sehr interessieren, was du zu diesem Thema, zu diesem Wort denkst. Einmal bitte dazu, wenn du etwas zu sagen hast, in die Kommentarsektion unter dem Video. Würde mich freuen. Wenn dir dieses Video gefallen hat und dich weitergebracht hat auf deinem Weg, dann würde ich mich auch hier über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, die eventuell diese zweite Wortbedeutung oder vielleicht auch die primäre Bedeutung dieses Wortes gar nicht kennen, dann teile diesen doch bitte dieses Video hier von mir. Solltest du noch kein Abonnent meines Kanals sein, dann hol das doch bitte jetzt einmal nach. Und wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neue hochgeladene Video von mir angezeigt bekommst und auch jeden gestarteten Livestream. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar.